Ja, herzlich willkommen, Björn Johansen, Firma ELAC, Lautsprecherhersteller aus Kiel. Björn, was sehen wir heute hier? Heute haben wir die gesamte komplette Linie 400 vor uns stehen, auch WLA-Serie genannt. Und gleich eins dazu, WLA bedeutet übersetzt auf Lateinisch Segel. Damit haben wir wieder eine narrative Beziehung zu unserem Produkt. Und wie alle anderen Produkte, die wir haben, bekommen auch alle einen Namen und in dem Fall WLA. Ja, die WLA 403, BS 403 muss man sagen, ist das Regallautsprechermodell, FS 407 und der Center CC 401 begleiten uns ja schon eine Weile. Später kam dann dazu die FS 409. Ja, was steht hier zwischen 407 und 409? Genau, es war nämlich eine große Lücke. Man sieht auch schon das Größenverhältnis der 407 zur 409. Das ist doch schon eine große Distanz. Und wir haben gesagt immer, die 407 ist für mittelgroße Räume geeignet, die 409 schon für größere Räume. Und wir brauchten eigentlich noch eine Lautsprecherbox dazwischen, nämlich eine, die so für mittel bis größere Räume geeignet ist, und das waren dann die 408. Die Bezeichnung 408 hat bei ELAC insofern eine Tradition, dass die 8 am Ende immer dafür steht, dass wir dort zwei Mitteltieftöner mit 18 cm Durchmesser haben. Ja, das ist eine beeindruckende Aufstellung hier der Serie. Was haben die Lautsprecher dieser Serie gemeinsam? Ja, alle vereint der Hochtöner, nämlich der AirMotion Transformer. Bei uns ist es der Jet 5, handgefaltet, und den finden wir bei allen Lautsprechern wieder. Jetzt waren wir bei Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Die Unterschiede sind tatsächlich in den Anordnungen der Mitteltieftöner. Beginnen wir mal mit dem Kompaktlautsprecher, der 403, als Zweiwegesystem. Die 407 hat ein Zweieinhalbwegesystem mit zwei Mitteltieftönern, bei der 408 ebenso, und wir haben bei der ganz großen ein 3,5-Wegesystem, wobei natürlich zu sehen ist, dass wir die Tieftöner aus der großen 409 implantiert haben in die 408. Also Teile der großen ist in der kleinen mit drin. Fabian, du stehst ja hinter den Lautsprechern. Du kannst sicherlich uns mal sagen, was siehst du dort? Genau, unterschiedliche Konzepte für die Bassreflex-Konstruktion. Wir haben bei allen Modellen bis auf den Center einerseits eine Downfiring Bassreflexöffnung. Diese beiden sind auf der Rückwand geschlossen, also haben keine weitere Bassreflexöffnung. Bei dem Modell FS 407 haben wir rückwärtig noch eine Bassreflexöffnung, die, sofern das eine sinnvolle Anwendung ist, vielleicht auch noch geschlossen werden könnte. Genau. Hier kann der Nutzer sozusagen auch noch im Klangverhalten ein bisschen eingreifen. Genau. Ja, Björn, wir bekommen oft die Frage, was ist mit den knitterigen Membranen bei ELAC auf sich hat. Knitterig ist ein schöner Ausdruck. Wir nennen sie Kristallmembran, und die Kristallmembran hat einen großen Vorteil, nämlich die Steifigkeit des Aluminiums wird noch erhöht und dadurch werden Partialschwingungen nicht mehr so sehr übertragen. Führt zu sauberer Wiedergabe, besserem Klangerlebnis, wunderbar. Genau. Ja, da habt ihr also eine ganz tolle Lautsprecherserie auf die Beine gestellt. Für welche Anwendungsfälle hat eigentlich ELAC das Ganze konzipiert? Ja, in erster Linie natürlich für den HiFi-Anwender im Stereobereich, aber dank des CC401, unserem Center aus der WLA-Serie, ist es natürlich auch integrierbar in ein komplettes Heimkinosystem. Wunderbar, also können auch Kinos mit der WLA-Serie sozusagen gebaut werden. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt über das neue Modell FS408, das ab sofort bei uns Probe gehört werden kann, ebenso wie die anderen Modelle. Björn, ich danke dir für deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Danke, Fabian.